Sind wir jetzt während der Fahrt einfach umgestiegen? Das ist ja witzig. Das heißt, um die Straße geschlossen. Und das ist eine gemalte Brücke. Verdammt. Mal. Okay, man muss alles wiederholen, wenn man es einfach nicht schafft. Meine Finger liegen irgendwie komisch auf der Tastatur. Kennt ihr das, wenn man so eine gewohnte Haltung hat und irgendwie habe ich die gerade nicht. Und deswegen drücke ich tatsächlich auf falsche Tasten. Wie vorhin mit dem D. Und dann musste ich nachgucken, aber ich hatte den Finger auf dem D und das war die richtige Taste. Und jetzt habe ich das schon wieder gehabt. Den falschen Finger gedrückt, weil ich irgendwie vom Gefühl her eine andere Position zur Tastatur habe. Weiß nicht genau, warum das so ist. Sitzt eigentlich immer gleich. Aber ich bin nicht angelehnt am Sitz hinten. Vielleicht ist das schon ausschlaggebend, dass ich anders sitze. Witzig. Kennt ihr vielleicht, ne? Wenn man irgendwie... Warte mal, ich setze mich mal anders hin. Ich muss mal das Mikrofon vielleicht mal anders hindrehen und dann... Schauen wir mal. Kriegt das noch ein bisschen näher ran? Bräuchte es noch ein kleines... Okay, dann nicht. So, na gut. Dann machen wir es so. Jetzt bin ich ein kleines bisschen weiter weg vom Mikrofon. Ich hoffe, das ist okay. Aber rein von den Quicktime-Events oder sowas wäre es halt definitiv ein Controller-Spiel. Aber wie gesagt, ich meinte mich zu erinnern, wie ich eingangs schon gesagt hatte, dass das Schießen irgendwie mit dem Controller sehr, sehr schwer war. Dementsprechend, ja. The telescope array hack. I just wanted to mess with some airheads. Took some doing though, huh? Those ain't your run-of-the-mill security systems. Ich hab's übrigens gerade rausgefunden. Ich sitze tatsächlich schief. Aber ich krieg's nicht anders hin. Das liegt an dem neuen Setup. Witzig. Gut, ist egal. Entschuldigung dafür, es ist halt jetzt gerade so, sind meine Gedanken laut ausgesprochen, ne? Let's go. You didn't cover your tracks. Now the cops are gonna be so far up your ass, you'll start oinking. Lucky for you, Rookie. Me and my associates are willing to take you under our wing. Okay. Wait, don't tell me you're with them. What was it, the Freedomers or some crap? The Liberated. And you're welcome. The Liberated. In case you ain't noticed, there's a camera on every corner and a tracker in every terminal. Oh, give me a break. Evil corporation, this tech enslavement, that. What's next? Chemtrails? Go ahead, man. Laugh it up. Didn't see you laughing when the police bust into your place, though. What was it for this time? Not smiling nice enough for the cameras? Not enough credit card purchases? Not wanting to be watched all the damn time? You got a decision to make, man. What kind of world do you want to live in? One where the system chooses who's free? Or one where the free choose the system? Cooles Zitat. In was für einer Welt willst du leben? Eine, wo das System entscheidet, wer frei sein darf? Oder eine, wo die Freien über das System entscheiden? Sehr cooles Zitat. Fuck, they sent seekers. Goddamn police drones. Das ist ein QTE. Keep your shit together. We got this, okay? There's a gun in the glove compartment. Cover me. Objective: destroy the drones. Verwende, um deine Waffe zu zielen und zielen, verwende, um zu schießen, eher um nachzuladen.
An Orten, die mit Q markiert sind, kannst du, ja. Weiß ich ja. Das hätte ich hier wahrscheinlich machen sollen, nicht? Schießt mich oft daneben. Ist das hier richtig? Soll ich einfach hier durchhalten? Oder soll ich auf die andere Seite? Ah, okay, das war richtig. Nicely done, Rookie. Hm, okay. Ja, ich wurde einmal getroffen, aber ist okay. We're here. Wo ist hier? Schön, der Strohballen. Das hat einen Namen, ne? Also aus Western oder sowas, vertrocknete Gras. Das, oh, fällt es gerade nicht ein. Das ist kein Heuballen, das ist Tumbleweed? Heißt das so? What is this place? Wieder. Used to be a Project Manhattan facility. Oh. Don't worry. We put up the radioactive sign so no one comes snooping around. Cool, cool. You can call it home. For now. Möchte ich das? Besser oben. Das Bossy Bossy. Der Papa, oder? Also nicht unser, sondern der, von dem im Auto sitzt. Sieht dem doch vom Körperbau und Behaarung, Bart so ziemlich ähnlich. Vielleicht ist ja auch unser Vater. Ich weiß es nicht. Ich finde den Stil echt cool. Und irgendwann zwischendurch übernimmt man wieder mal ein Panel und dann. Also schon sehr kreativ. Tim, you're late. That's Stroud? Call me Barry. Direct. I like that. There'll be time for small talk later. Come meet the team. Okay, let's meet the team. This is Rick, a bona fide Will Hunting. Just watch out for his ego. Hallo Will, Rick. Warum habe ich denn jetzt Will gesagt? Oh Mann. In a previous life, he helped create the CCS. Mhm. Helped. I damn near built the thing single-handed. Then the government went ahead and turned it into a dystopian nightmare. The man in the glasses is Tom, Reverend Tom. He was a teacher at St. Martha's when the bombing happened. Now he's with us. Okay, Tim, Tom und Rick. I'm glad you're safe, young man. I wish it hadn't come to this. Ich weiß noch gar nicht, was hier los ist. Also, ja, ich freue mich, dich kennenzulernen, Pastorchen. Tim, Tom, immer noch besser als Tom, Tom. Aber mit TomTom weiß man wenigstens, wo man hinfährt. Gucken, ob TimTom mir auch helfen. You already know his brother Tim, former Special Ops and the best driver we've got. Das eine ist dann TomTim und das andere ist TimTom. James here is our mole in the police department and your guardian angel. James. Maulwurf bei der Polizei und dein persönlicher Schutzengel. Also der uns dann wahrscheinlich da rausgeholfen hätte, in Anführungsstrichen hätte, wenn wir die Flucht gewählt hätten und aggressiver geantwortet hätten, dann hätte der uns dann in dem Sinne geholfen, aber das haben wir ja ohne Probleme und ohne Hilfe gelöst. Aber halt verschiedene Herangehensweisen wieder, ne? Aber okay. He managed to buy you some time before you were ID'd. Aha. You're lucky to be alive, kid. All hell broke loose when they found out who you really are. Ach so. Das hat er gemeint. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass meine überprüfte ID nicht auf diesen Namen, den die jetzt gesagt haben. Also, er nennt sich selber Barry Edwards. Und die haben ihn gerade anders genannt. Jetzt habe ich den Namen auch schon vergessen. Ich muss mal kurz wieder aufschreiben. Moment. Barry
Edwards ist der eine Name und der andere muss ich nochmal aufpassen. Der hat mich gerade mit dem Vornamen angesprochen und der Tim Tom hat mich vorhin mit beiden angesprochen. Mal gucken. Der hat dafür gesorgt, dass die uns nicht finden, die Polizei, dass sie nicht wissen, dass wir eine andere Identität haben. Von der wir aber scheinbar selber nichts wissen. Also mal gucken, was das wird. Who I was. Far as I'm concerned, I'm not the son of that sadistic dirtbag who calls himself the Minister of National Security. No arguments here. We've all got things we'd rather leave in the past. Ah, almost forgot. I'm Meg. I run things around here. Okay, also, wir haben Meg, Rick, Tim, Tom und James. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Nicht wundern, wenn ich das so wiederhole. Ja, das passiert dann. Ich habe hier einen Zettel neben mir, dass ich dann zwischendurch, wenn ich irgendwas mal nicht weiß oder so, dass ich das schnell nachgucken kann, auch fürs LP. Das mache ich halt immer. Und ja, weiter. So this is it? You're liberated? No. This is just one of many teams. Once we know you can be trusted, you'll meet the others. Uh-huh. Welcome aboard, Barry. Time to earn your keep. Okay, let's go. Das hakt zwischendurch so ein bisschen, ne? Und 3 Wochen später, da ist ja dann die Welt schon in Ordnung, oder? Briefing time, quickly. We're behind schedule. The other teams are already on the move. Our target is the Alpha 16 CCS data center located in the Silver River National Security Campus. Security should be minimal, mostly drones and robots, as well as a few guards and facility staff. We can enter the data center via the basement or the ground floor. Both give us access to the pumping station that provides water to the facility's central cooling system. The second floor contains the facility's electrical infrastructure and control room. Our target is the servers on the top floor. Keep it simple, ladies. We go in, plant the charges, and blow this thing straight to hell. We'll trigger an alarm 15 minutes before the explosion. That should give any civilians time to evacuate. Okay. No collateral damage. We're the good guys, remember? We're expected to sync up with the hits the other teams are carrying out. That's the only way to stop any backups from kicking in. That means no fuck-ups. Are we clear? Crystal. Me, James, and Tim will enter the building via the front entrance. Tim has the security passes. Rick, keep the car within radio range and take the newbie with you. Maybe you'll learn something. Listen to Rick, people. He designed the security system. Follow his lead and this will all go smoothly. Barry, stay in the car and keep a lookout. No hero shit. Right, let's do this. Was bei einem echten Comic inzwischen halt gewesen wäre, oben bei dem Panel, was von links oben nach rechts und dann nach links wieder zurückgeht, da wären noch Pfeile drin gewesen, dass man als Leser weiß, in welcher Reihenfolge man das liest, weil das Auge eigentlich eher, oder klassisch gesehen, Comics bauen dir eigentlich die Panels übereinander und dann erst nach links und rechts. Dementsprechend ist es ungewöhnlich, dass ein großes Panel rechts zuerst gelesen wird und dann das linke davon. Deswegen wäre in einem echten Comic, was man halt in der Hand hält, wären da Pfeile drin gewesen, dass du die richtige Reihenfolge weißt. Ist auch nicht immer so, aber ganz oft. Inzwischen zumindest. Einige Zeit später. A few moments later. Das geht doch bestimmt daneben. Ich muss doch eingreifen, bestimmt. In der Hauptakteur. So, how's life on the lam? Enjoying Rambo's training? Everything's... It's a lot to unpack. I'm still processing. And Tim's not fucking around, though, is he? Better here than out there, though, right? Not like we've got much choice. Or hope of winning this war, either. Why are you fighting it, then? Maybe I'm a sucker for lost causes. Tim, Tom, even Meg.
They believe in this idealistic bullshit. Tim Tom und Tom Tim? I'm not buying it. For me, it's about cold, hard facts. And the fact is, I created a monster. Ah. What's that coming over the hill? Is that a monster? Is it a monster? You know, the CCS was originally just a modified credit rating. Income, spending patterns, criminal records. You get the picture. Uh-huh. But that's simple stuff. It doesn't tell you the full story of a person's behavior. It won't tell you if they're really a risk or not. Okay. That's why we made Themis, an algorithm that can track a person's entire digital life. Themis. Kann ich das merken? Themis. Meistersystem. Das Ausspielen der betrifft, ne? All it was meant to do is say if someone's trustworthy or not. But then people like your dad wanted to use it to build a better world. Eine bessere Welt, in Anführungsstrichen? Ja. And I believed them. I watched as they manipulated Themis to tip the scales a little. Then a lot. It wasn't until the cops came for me that I realized what I'd done. Huh. This isn't our world anymore, Barry. And unless our glorious leaders grow some balls to take down Themis, there's no hope of us getting it back. Okay. Ich finde das Setting richtig cool. Also nicht nur die Art, wie es erzählt wird, sondern ich finde das Setting auch cool. Weil ich mag halt ganz, ich mag generell so Krimi-Geschichten sehr gerne und Verschwörungstheorien und dann so ein Mann, der sich dann gegen das System aufstellt und sowas. Auch solche Filme mag ich ganz gerne. Manchmal Popcorn-Kino, gar kein Problem. Aber gucke ich ganz gerne und mag ich auch. Und auch in Computerspielen mag ich solche Thematiken sehr gerne. Wie zum Beispiel bei State of Mind. Ja, was ich auch übrigens irgendwann nochmal spielen will. Ich habe damals mal angefangen, bloß so die erste halbe Stunde gespielt oder so. Auf der PS3 war das, glaube ich, noch. Und habe ich halt nie zu Ende gespielt. Also über diese halbe Stunde hinaus habe ich nie gespielt. Das heißt, da habe ich auch schon mal überlegt, ob ich das als Let's Play mache. Ist sogar auf Steam in meinem Let's Play-Ordner. Aber ich habe es halt bisher nie aufgenommen. Ja, vielleicht ist mal irgendwann für die Zukunft etwas, weil auch da das Setting sehr, sehr cool ist. On it, Boss. Oh, hat er was getrunken? Ich dachte, er redet ein bisschen länger. It looks like someone finally ran a security update. Okay. One sec. Just gotta do the hacking thing. Das heißt, die wissen, dass wir da sind, oder? Also, wenn jemand was verändert, dann ist doch eigentlich immer so das Zeichen dafür, dass man erwartet wird. Und das wird wahrscheinlich der Moment sein, wo ich eingreifen muss, oder? Damn it, no dice. We need to do this the old-fashioned way. Ja, okay, ich muss rein und muss ihm Zugang direkt geben. You're up, Barry. Ja. I need you to get to the second floor and bypass the security system. Alles klar. Take a gun and hurry. I'll be in your ear the whole time. Alles klar. Okay, let's go. Geh nach Hause. Stop. Visitors must report to the reception. Ich glaube, warum habe ich mir jetzt schon F gedrückt? Kann das sein, dass ich irgendwie zu viel jetzt mit dem Pad gespielt habe, dass ich... Ja, nee, es wird einfach die Art. Mal ganz kurz meinen Sitz verstellen. Okay, der ist soweit in Ordnung. Ich versuche mal noch rauszufinden, war... Oh, oh, shit. Ich bin dumm. Ich lass mich töten. Mach mal. Ich hab mich gerade weggerollt. Also weggerollt mit dem Stuhl. Wände und Waffe... woran erinnert mich so diese... Ah, wie hieß denn das Spiel? Das war ein Wort. Das war auch so ein bisschen apokalyptisch oder so. Da musste man auch immer einfach von links nach rechts durchs Bild laufen und dann haben sich auch die Panel so neu aufgebaut immer wieder. Und war zwar trotzdem irgendwie so ein bisschen 3D-ig, aber... Oh, wie hieß denn das? Kriege ich, glaube ich, jetzt nicht gelöst, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und das hat sich gerade so ein bisschen so angefühlt. Das war aber ein Fall. Okay.
Hirschis. Oh, da ist ein Hirsch verbuggt. Nicht mehr. Wer denn? Mich töten. Ja? Warum drücke ich denn immer F? Was ist denn mit mir? Als ob mein Zeigefinger... Oh, ich hoffe, ihr hört das Hämmern nicht. Warum stirbt der nicht? Ich hab den dreimal getroffen. Das, was jetzt übrigens auf dem Bild ist, das ist Blut. Das kennen vielleicht einige von euch nicht. Das ist, wenn man sich Wunden zufügt. Ja. Und das tut weh. Und es ist so eine rote Masse, die so aus dem Körper rausspritzt. Ja? Blut. Schreibt man B-L-U-T. Danger. Danger, danger. High voltage. Okay. Das ganze Licht, kann ich das nicht sehen? Oh. Hey, Doggos. Suchhunde wären jetzt nicht so ideal, ne? Weil ich ziele auf den Kopf. Wenn jetzt von unten Hunde kommen würden, könnte ich gar nicht so schnell nach unten zielen. Ein bisschen lahm. Das ist halt das, was ich auch in der mich erinnerte von der Demo, dass das so ein bisschen Verzögerung hat beim Bewegen. Das ist auch mit der Maus so. Höhe. Mann. Gibt's doch nicht. Okay. Gar kein Problem. Beim ersten Versuch. Warum gehe ich gerade so? Achso, wegen Wasser einfach. Okay. Ist cool gemacht. Und ich überlege immer noch im Hintergrund, wie das Spiel hieß. Was mir jetzt natürlich nicht einfällt. Aber so ist das eben. Aber das habe ich auch durchgespielt. Und es war richtig cool. Verstehe. Brauche einen weiteren LKW. Damit das Lichtfeld verborgen ist. Ich bin viel reingelaufen, aber ich hab's, glaube ich, müsste so sein, oder? Try to get inside by sneaking behind the truck. Hinter dem LKW reinzuschleichen. Naja, wird schon. Ich kann wahrscheinlich. Ach. Bin ich zu früh rein? Okay, also wir sind zu schnell und zu langsam. Nicht zu weit und zu. Jetzt mit dem Truck mitlaufen. Gar kein Problem. Ist ja wieder beim ersten Mal, dass er gleich geklappt. Ich hoffe, ihr hört das Hämmern nicht. Die Doggos? Und hier ist jemand angelockt? Guck mal, der wartet auf mich.
understand. Dann Scheinwerfer. Dass die Schüsse nicht zu laut sind. Kann das sein, dass die Musik sehr laut ist? Ich hoffe, das passt so. Dass man mich trotzdem hört. Aber ich habe das Gefühl, die Musik ist gerade sehr laut. Okay. Habe ich irgendwo so unterzeigen? Ich glaube nicht. Hier kann ich wieder hoch. Warum sollte ich hier runter? Ich war kurz warum. Warum sollte ich hier hin wollen? Soll ich da durchtauchen? Geh erstmal nach links. Hallo? Auch ein bisschen komisch. Steuerung ist ein bisschen wild, aber ist okay. Okay, weiter geht's. Warum ist denn die Musik so laut, Männchen? Und die ganze Zeit nicht so schlimm gewesen. So ist, glaube ich, besser. Oder ein Mittelding? Ja, aber erstmal das Mittelding. Wenn mir das nochmal doof auffällt, dann mache ich es nochmal ein bisschen anders. Ah ja. Testing, testing. You hear me? I think we're being jammed. If you're getting this, head right. That's the data center. Quick. Komm. Schon cool gemacht irgendwie. Schon cool gemacht. Gefällt mir. Hallo. Gehen Sie da bitte weg. Fucking A. Now for the most important part. Ja. You need to give me remote access to the network. Check Christe. Your phone. There should... Oh, hätte ich mal ausreden lassen sollen. Mastermind? Sowas in der Art, oder? Knacke den Zugangscode. Korrekt, falsch, falsche Position. Jede Zahl kann nur einmal auftauchen. Das ist doch Mastermind. Wie bestätige ich die? Okay. Die zwei an einer anderen Position. Und die anderen drei nicht. Weiß richtig.
Null ist falsch. Vier ist falsch. Ist unten rum. Also, 2 ist richtig an erster Position. 4 ist komplett falsch. 5 und 6 sind dort falsch. Das heißt 5 und 6 und 7. Okay, 5 und 6 sind immer noch falsch. Das heißt 6 und 5, 2, 6, 8, 5. Wenn das nicht richtig ist, ist es 9, 5. 2, 6, 9, 5. Easy peasy.